Segeln ist etwas Schönes. Man sieht es gerade hier hinter mir, ein Segelschiff auf dem Zürichsee. Windkraft ist in der Tat nicht nur etwas sehr Schönes, sondern auch etwas sehr Wertvolles. Und die erste Aktie, die ich für das dritte Portfolio kaufe, ist ein Unternehmen aus der Windenergiebranche. Ich bin dabei wie folgt vorgegangen. Ich habe die gesunde Anreize der kombinierten Investmentstrategie angeschaut für das aktuelle Top-10-Datum. Und zwei Unternehmen sind mir besonders aufgefallen. Das ist Prysmian und Gamesa aus Spanien. Prysmian aus Italien hinter mir und Gamesa weiter links nach Westen aus Spanien. Die beiden Unternehmen haben mir besonders gefallen, weil sie sind auf unserer Top-10-Liste. Gesunde Anreize bedeutet keine exzessiven Managerboni. Und viele der anderen Unternehmen hier habe ich bereits gekauft, zum Beispiel Amadeus oder auch Luxottica. Die sind schon in den alten Portfolios drin. Kurz repetieren, wir investieren jeweils 100.000 Franken und zwar langsam über die Zeit, 5.000 Franken pro Aktie. Es gibt also 20 Aktien, 20 Videos und ich erläutere Ihnen, wie ich es persönlich für mich mache. Dabei wichtig, ich investiere wenig Zeit, um die Aktien anzuschauen. In diesem Fall habe ich mir Prysmian angeschaut, gesehen, sie haben eine Reihe von Geschäftsbereichen im Bereich Energie, Energieprojekte, Energieprodukte, sind in Italien stationiert, meines Erachtens ein gutes Land mit viel Zukunft für alternative Energien wie Wind, aber auch vor allem die Sonne. Was mir dann weniger gefallen haben hat, ist, dass sie auch noch im Öl- und Gasbereich sind und deshalb habe ich noch weiter geschaut und habe mir das Unternehmen Gamesa angeschaut und siehe da, sie sind nur im Windenergiebereich. Primär Windturbinen, aber auch der Betrieb von Windturbinen. Das hat mir gefallen, das ist meine erste Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Entscheidungen.